Ja, wir kommen zum nächsten Redebeitrag. Und zwar haben wir eine Vertreterin der evangelischen Frauen gewinnen können, die heute zu uns spricht. Susanne Karl-Passoth, selbst Pfarrerin und Vorsitzende der evangelischen Frauen in Deutschland. Auch Sie haben sich positioniert und wir freuen uns herzlich, dass Sie heute zu unserer Kundgebung gekommen sind. Ihnen das Wort. Der Paragraph 219a gehört in Gänze ersatzlos gestrichen. Dieser Paragraph hat eine schreckliche Vorgeschichte. Er gehört zu einem der ersten Gesetzesvorhaben der Nationalsozialisten. 1933 wurden alle Vorbereitungshandlungen zu Zwecken der Abtreibung unter Strafe gestellt. Die Werbung für Abtreibungsmittel sowie die Hilfe bei einem Schwangerschaftsabbruch konnten mit Gefängnisstrafen von bis zu 3 Jahren geahndet werden. Ziel war es, alles zu unterbinden, was die Lebenskraft des deutschen Volkes beeinträchtigen könnte. Jeder und jede, die oder der sich für eine Beibehaltung des Paragraphen 219a in welcher Form auch immer einsetzt, sollte sich der Geschichte dieses Paragraphen bewusst sein. Folgt man einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahre 2006, ist der Paragraph 219a verfassungswidrig. In dem Urteil heißt es: Wenn die Rechtsordnung Wege zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrechen durch Ärzte eröffnet, muss es dem Arzt auch ohne negative Folgen für ihn möglich sein, darauf hinzuweisen, dass Patientinnen seine Dienste in Anspruch nehmen können. Leider wurde es damals unterlassen, ein Normenkontrollverfahren infolge dieses Urteils durchzuführen. So hatte der Paragraph weiter Bestand. Der Paragraph 219a gehört in Gänze ersatzlos gestrichen. Welcher Arzt, welche Ärztin nimmt beispielsweise wegen eines Vermögensvorteils einen Abbruch vor? Das wurde ihnen unterstellt. Eine schwangere Frau, die sich in einer Konfliktsituation befindet, braucht zeitnah umfassende Informationen, juristische, über medizinische Methoden und die Risiken eines Abbruchs, über Kostenregelungen und nicht zuletzt psychosoziale Hinweise auf mögliche Folgen ihrer Entscheidung und des Eingriffs. Und das möglichst schnell, wenn sie in eine Entscheidungssituation kommt. Warum dürfen Ärztinnen und Ärzte darüber nicht über die Tatsache hinaus, dass sie Abbrüche vornehmen, informieren? Warum nicht über ihre Methoden? Welche Frau lässt sich für einen Abbruch werben? Das halte ich für eine aberwitzige Idee. Werden mit diesen Paragraphen klein gehalten, bevormundet, für nicht in der Lage gehalten, eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, sie sollen eigentlich von einem Abbruch abgehalten werden. Wenn Ärzte und Ärztinnen auf ihrer Homepage die für eine Frau und ihre Entscheidung notwendigen Informationen zur Verfügung stellen, dann fördern sie weder Schwangerschaftsabbrüche noch tragen sie zur Verharmlosung eines Abbruchs bei. Wer Schwangerschaftsabbrüche verhindern will, soll sich einsetzen für intensive Informationsmöglichkeiten über Verhütung, eine bessere und sachgerechte Verteilung familienbezogener Leistungen, eine gesellschaftliche und finanzielle Besserstellung Alleinerziehung. Also für eine völlige Abschaffung des Paragraphen 219a, für die Möglichkeit für Ärztinnen und Ärzte über einen Abbruch ihre Methoden zu informieren.